choice. Go fight against your fate. Alles klar. が見えてる流れ星雲がごとく空を覆いて選手を守らん最後までこの誓いを守り抜く。Oh, die Jagd. Was zum... Oh Mann. Ich habe kein vernünftiges Team hier für gerade ausgesetzt. Okay, das ist ziemlich cool. Ich habe schon gefragt, wann dieser Wolf hier kommt. Ja, lass mich mal ganz kurz heraus. Ich habe keinen Heiler ausgerüstet. Ja, lass mich mal ganz kurz hier raus. Ich habe nämlich keine Heilerin ausgerüstet. So. Dann nehmen wir meine, wenn es geht. Ich will dem Team, ja. So. Also mal ganz noch mal. Okay, warum aber es schaffen? Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt hier der finale Boss wird. Aber warum nicht? Sie ist cool. Das ist schon ziemlich cool. Schon ein bisschen unfair. Dass der Kampf beginnt und was zum... Der Teil der inneren Bestie ist 15 Monster, erzeugt eine Resonanz mit Schattenfälscher. Die nächste Aktion wird verstärkt. Ja, super. Sie ein Teil im Statuell wird die Wehr schon erhöht, wenn diese. Ja, cool. Der Kampf hat gerade erst begonnen und ich konnte noch nichts machen. So, dann gehen wir erstmal hier sie hochfallen. Ich werde gleich erst die Ultimate einsetzen, oder? Nee, ich bin gleich schon tot jetzt. So. Ich mal dich als erst. Ich glaube, da fehlen ja doch zwei Parts. Ich dachte, er wird alles hier ein Part, aber anscheinend nicht. Nein, so viele Sachen. Ah, komm her. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt angreifen soll. Oh mein Gott, so viel. Sie hat drei Balken, sie ist ganz eindeutig ein Weltboss. Gott, sie kann gar nichts hier brechen, sehe ich gerade. Sehe schon, wie viele Züge sie gerade bekommt.
sind viel zu viele Angriffe, Mann. Das werde ich nie im Leben schaffen. Ja. Alter, was zum Teufel? Ja, funktioniert so nicht. Okay, gut. Soll ich dann noch hier reinfangen? Ich brauche jemand. Agility. Ich muss sie hier reinpacken, damit wir weniger Schaden nehmen. Wir haben auch alle Schwächen gecovert. Sie macht einfach zu viel Schaden. Ich kann nicht damit mitkommen. Ich kann damit nicht mithalten. Ja, okay. Ich kann halt nicht skippen übrigens, ne? Sie startet wortwörtlich den Kampf, all meine Charaktere anzugreifen. Ne? So unfair, ne? Und alle sind gestunt. Hallo? Mein Gott, ey. Chill doch mal ein ganz kleines bisschen. Muss ja nicht so krass sein, ja. Gar nicht, was ich als erstes angreifen soll. Nur mal hier drauf. Überhaupt Schaden irgendwie nicht, ne? Naja, ja, die haben wir doch mal im Kampf. So, warte. Das Ding zu brechen? Nee, ne? Ja. Oh. Sie passt ja eigentlich auch zu diesen Events hier. Na, guck mal, jetzt halt mal schon viel weniger. Nimm mal viel weniger Schaden, meine ich. Mal wenig wird Schaden nehmen. Okay, so läuft's, glaube ich. Sie macht gar nichts an Schaden, wenn sie normal angreift. Dabei ist ihre Angriffskraft so hoch. Mal teilen sie sich. Ich glaube, die teilen sich den Lebensbalken, ne? Ich glaube, das ist sogar der Fall, ne? Ich kann sagen, hier Ultimate einsetzen, dann ist sie gebrochen. Also jetzt. Nein, danke. Oh. Ja, ich glaube, die teilen sich in den Lebensbalken. Aber trotzdem voll wenig Schaden. Also. Ja.
Das ist eigentlich egal, wenn ich angreife, ne? Das heißt, je mehr Gegner ich angreife, desto besser, ne? Oder? Ja, zu spät. Wie eine Fuschau. Wie eine Fuschwan schon so einen Unterschied machen kann, ne? So, alles wird ja vorgezogen, habe ich gerade gelesen. Dann sollte ich mich vielleicht auch fokussieren, die ganzen Sachen immer zu brechen, ne? Ja, weiß nicht, ich fand aber irgendwie voll die Zeitverschwendung gerade. Wenn ich ganz ehrlich bin. Was ja ganz offensichtlich war, dass sie sowieso nicht irgendwie aufgibt oder so, ne? Von daher ist das ein bisschen, weiß nicht. Ich glaube, niemand hat dir irgendwie geglaubt, dass sie irgendwie aufgeben wird oder irgendwie sowas, ne? Von daher war halt irgendwie Zeitverschwendung, fand ich. Ist so gut, wir können sie einfach ablenken. Okay, ihre Ultimate macht schon eine Menge Schaden. Jawohl. Ah, das war machen, ne? Der Kampf dauert so lange, ne? Wird ewig dauern, bis ich hier fertig bin. Geh auf meine. Schnell, Tatze los. Sag mir, dass mein Feld nicht mehr aktiv ist. So schnell kann ich gar nicht lesen, was da stand. Mach mal so. So viele Feuerangriffe. Ja, wird schon, aber ein bisschen dauern wird. Aber das ist genau das, was ich hier schon wieder meine, ne? Warum haben die jemals gedacht, dass die in Gefahr sind, wenn irgendwie sie hier um die Ecke ist und einfach voll einfach hier die Leute erledigen kann? Ich meine, sie ist so stark. Und trotzdem hatten die irgendwie so Befürchtungen, so, wir sind zwar zu zweit, ne? Ich und der General, aber wir kämpfen ja gegen, ey, der ist voll stark. Währenddessen tut sie einfach mal so eine Nuke droppen hier. Tut einfach den seinen Angriff hier mit einer Hand abblocken. Da haben die echt gedacht, irgendwie, wir sind in Gefahr? Ja, tut mir leid, da bezweifle ich sehr. Aber okay, man muss ja die Story noch ein bisschen, also ich muss mal ganz gucken. Okay, Dings noch Lautstärke habe ich gerade überprüft. Das ist genau gleich wie mit Acheron damals im Pinakone, ne? Die ist so stark gewesen, ne? Aber die hätte wortwörtlich alle Sachen da im Alleingang erledigen können.
und die Gegner ja wegpusten können, und wenn man sich nicht alles, was sie auch gemacht hat. Genau das gleiche Problem habe ich mit Dragon Ball Super, mit Beerus, ja. Das ist einfach irgendwie schlecht exekutiert, wenn du irgendwie die ganze Zeit so ein Charakter hast, der super stark ist, ne? Aber sich nicht in der Story involviert irgendwie. Das funktioniert nur relativ selten irgendwie. Ah. Das ist jetzt die erste Phase. Gott, ey. Oh mein Gott, geht er kaputt, bitte. Letzte Phase, was? Was, sie hatte doch noch zwei gerade. Man bin ich gerade ganz blöde. Hat sie nicht gerade zwei Dinge? Ach Mann. Hat sie ihr Ding nicht. Irgendwann muss ich erbrechen. Ja. Ich aber gereicht hat, ich habe halt nicht gesehen. Ja. Ah, alle meine Sachen wurden vorgezogen. Hab ich gesehen. Irgendwie nicht. Cool. Oh mein Gott. Gott, ich hoffe, die Heilung hier. Ich hoffe, das hier auszuhalten, hier mitzukommen irgendwie. Aber ich glaube, ja. Nix da. Sag ich mal. Ja, ich weiß nicht. Irgendjemanden hier brechen. Ah, dich kriege ich nicht mehr. Obwohl, nee. Manchmal dich mal. Es ist ein bisschen anstrengend, immer da aufzupassen, welchen Angriff du einsetzen musst, ja. Und dann irgendwie so aus der Ultimate raus. Oh, bitte, mach sie nicht kalt. Was machst du da gerade? Warum ist schon wieder mein Dings nicht aktiviert? Ich bin ziemlich sicher, ich habe das immer aktiviert. Vielleicht sieht man das irgendwie nicht so. Komprimieren. Dusch. Ich kann sie irgendwie gar nicht anvisieren gerade. Ich muss sie wahrscheinlich alle brechen ja gerade, ne? Oh Gott. Ich habe nicht gesehen, ob das voll war oder nicht. Okay. Und jetzt? Gar nichts. Gott, er hört sich an, als würde gerade ein Tornado ja durch die Gegend wirbeln. Ich gehe auf deinen Kopf. Da. Da. Oh Mann. Bin ich schon genug Angriffe? Oh Gott. Oh.
Das ist ja wie dieser Angriff von Guy aus das Naruto. Evening Tiger oder wie auch immer es hieß. Yodora oder irgendwie sowas. Dieser weiße Tiger, den der auf Kisame geschleudert hat. Oh, ich denke, Snark tief. Okay, wir setzen sie noch chillig. Ich glaube, da mehr kommt auch gar nicht mehr, ne? Okay, ihre Ultimate macht so viel Schaden, ne? Und wir nehmen gar keinen Schaden. Find ich sehr gut. Vielleicht sollte ich mir halt irgendwie aufsparen. Oder nicht? Ja. Na, ich bin mir ziemlich sicher, wir schaffen das hier. So. Ja, jetzt ist das am Blinken, oder? Ja. Entstaubung? Scheint gerade Entstaubung. Oh, ich kann ihn gar nicht. Okay, ja. Viel Schaden. Die macht immer so 5% Schaden, weil sie alle Gegner angreift. Das ist wahrscheinlich der Trick bei dem Weltboss, ne? Aber voll viele Charaktere haben, die Flächenschaden machen, ne? So, oh, sehr gut. Also warte hier. Sprich mal alle ihre Aktionen. Oh, cooler Boss. Dann nehme ich mal, Hule ist irgendwie so ein Mini-Boss irgendwie. Da kam mir auch relativ schwach vor, wenn ich ganz ehrlich bin. So wie Aventurin. Aventurin ist auch irgendwie nur so ein Boss, der hin und wieder mal hier in dem Dings auftaucht, in dem in diesen speziellen Moos am Ende. Der gibt es auch irgendwie gar nicht so als Weltboss. Nur so als Mini-Boss, so ein Gänsefüßchen. Wenn mich irgendwie wundert, weil der irgendwie voll den speziellen irgendwie Spielmodus und so was alles hat, ne? Wo du die ganzen Würfel und so was alles umdrehen muss. Aber nein. Weil ich jetzt mehr Defensive habe. Ich bin jetzt Tank hier. Das heißt nur wegen Fushuans Passive, dass alle Charaktere ich irgendwie so 10% weniger Schaden nehmen oder irgendwie sowas, oder 18 sogar. Und dann packt sie noch ihren Schild da rein, den sie aktivieren kann. Wodurch sie auch noch mal den Schaden abschirmt und dann nimmt sie gar keinen Schaden mehr. Dann dauern die Kämpfe zwar 5 Jahre, bis du die erledigt hast, aber dann hast du sozusagen dein Überleben gesichert. Und bei den ganzen Dings-Bossen, bei den Endgame-Modussen und so was alles, bringt das nichts, weil du musst die Gegner alle schnell erledigen. Da hast du immer nur so 30 Züge oder so, bis du halt irgendwie schaffst.
bis du halt irgendwie erledigen musst. Und wenn du halt nicht schaffst, dann ist Game Over. Hier hast du ja unendlich Züge. Ich weiß gar nicht, was für ein Zug wir uns befinden. Bestimmt schon sehr lange. Ja, meine Internetverbindung ist schon wieder weg. Nein, ey. Jetzt ist er wieder da. Was? Ja, ich muss eben was erledigen. Meine Internetverbindung war gerade kurz weg, deswegen hat er kurz geleckt. Da können wir auch den Kampf jetzt noch mal zu machen. Und wenn, dann mache ich den auf Speed. Ja, ich habe genug davon heute. Mein Gott, wir haben Samstag. Wir haben Samstag nachts 1:30 gerade. Da muss das jetzt echt nicht mehr sein. Ey. Ich wollte eigentlich schon um 12 Uhr fertig sein. Ah, ich hätte das neue Ultimate einsetzen können. Ja, das macht gar nichts an Schaden. Okay. Komm her. Duff. Ich habe ja nicht mal 1% abgezogen. Okay. Ja, bis ich hier das richtige Team gefunden habe, ne? Ich weiß nur, was man einen Weltboss farmen muss, um Linkschadensfähigkeiten hochzuleveln, ne? Ich habe gedacht, das wäre aber Hule dann. Man konnte ja nachgucken, aber so, setze Zertrümmer an der Unbändigen ein, um Schatten Fischer zu beenden. Okay. Alles klar. Boom. Ah. Komm her. Oh, sehr geil. Das war ein geiler Kampf. Mission Wolfsjagd hat ein gutes Ende gefunden. Als der Kriegshäuptling besiegt wurde, konnten sich die Wolfskrieger nicht wehren und wurden von den Wolkengöttern überwältigt. Mose und Danero finden den sterben liegenden Jaucio. Ich weiß nicht, wie man den seinen Namen ausspricht. Und dieses Mal gibt es mit Hule noch eine letzte Rechnung zu begleichen. Der ist immer noch da. Ich dachte, den haben wir mit unseren Innern fertig gemacht gerade. So, links. Wie oft werden wir noch die Perspektive hier wechseln heute? Warum bist du schon mal in meinem anderen Team hier drin? Ja, eigentlich ist sie ja stärker, aber ist eigentlich egal, ne? Wir sind, glaube ich, schon hier fertig, ne? Also ja, März. Da wären wir links schon drin, ne? Okay, der Kampf hat es in sich. Bin mir ziemlich sicher, den haben wir jetzt auch freigeschaltet, ne? Als Weltboss. So, wahrscheinlich wieder so ein Epilog erstmal, ne? Und dann haben wir schon wieder nicht Teil der Action. Der ist immer entweder zu spät in der Action oder gar nicht Teil der Action.
Aber irgendwie war mehr als irgendwie im Voll, oder? Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Er hatte sowas wie von Naruto Shippuden, ja, Sakura gegen Sasori. Als sie ein bisschen so in den Vordergrund gerückt wurde, nur um dann sehr viel später wieder in den Hintergrund gepackt. あなた二度も戻ってきておきながら私たちとは顔を合わせようとしなかった。それが残念でならなかったのですが、まさか今になってこのような場所で会うことになろうとは。運命とは皮肉なものですね。今日はレイサについてきただけで昔話をしに来たわけじゃない。そうでしょうね。 こちらとしても師弟様からの招待を断る理由なんてありませんから。師弟の座についてからというもの、探偵士には解決しなければならない問題が山ほどありまして、こうしてお会いするまでに時間がかかってしまったこと、どうかお許しください。優秀国から脱走者が出た件についていくつか証拠をお送りしましたが、目は通していただけましたか？ Wen interessiert denn das jetzt noch? ゲーム送っていただいた魔音の実の遺骸、幽州国の地図、それから肝心中継端は。ですね、わかりや、パシエアです。あの遺骸は雲銀の術で姿を消していた四角のもので、幽州国で堀人が自由に行動できるよう手助けをしていました。そして線が書き込まれた地図は脱獄犯の逃走経路。当時、 優秀国の建設には寿命族の職人も知恵を貸してくれましたので、きっと当然様も同じような地図を持っているでしょう。最後にこの薬ですが、肝心中継端ですね。あなたたちの考えている通り、私は優秀国の脱獄事件に関与しています。それはつまり、 探偵士に薬王秘伝と絶滅大群が現れ、大混乱に陥ったことも、性格が持ち込まれたことも、剣木が再生したことも、寿命族と関係があるのですか？待って、ネイスン、ブーズビヒタ。さよう。お二人は新作譜の命を受け、私の自白を聞くための使者としてここに来たのでしょう？ 隠月の乱の後、寿命族はどんどん力を失っていった。リュウソンは追放され、私と数名の竜士は必死にこらえながら混乱を収めなければなりませんでした。過激な方法だったので理解されないかもしれませんが、今回行動を起こした理由は他でもない。寿命族の存続のためです。 先囚人は、儒家の後に関するすべてを禁忌と定め、寿命族の苦難に対しては傍観を貫いていた。炭鉱殿、レーサ殿。私は、ただ生き延びたかっただけなのです。寿命族が直面している問題は知っていますし、 生き延びようとするのも罪ではありません。ですが、いくら生き延びたいという気持ちが強かったとはいえ、長老の行いは限度を超えている。まるで繁殖しか知らない。ウォルトは大暴言。人の心も自由。え、ちょっと待って、ボルトは、ちょっと、ゲームのスパイナー、なんか、ロイト、アップ、シラクト、ボン。高貴なる流脈を自称していても、私たちは直立走行する動物に過ぎません。 死の存続は基本的なこと。私が獣のような真似をしなければ、寿命族は一人の存在になっていたことでしょう。古来、聖人は人ならずと言われているように。Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann möge mich Gott hier und jetzt erschlagen. Einfach mein Hauptcharakter mit einem Baseballschläger. 過去は過去です。
Versucht der Typ sich ja gerade hier Tortenjutsu irgendwie rauszureden. Ja, ihr habt mich geschnappt. Ich habe ein paar Leute getötet. Ich bin aber ein Dummerchen, ne? Mache ich nicht nochmal. ラフの寺廟族が同盟を裏切ったことについては半信半疑でしたが、長老の自白を聞いて信頼を語るのは無意味だと感じました。同盟の戒律を破り、寺廟族に災いをもたらしてまで再びの繁栄を得たとして、それが何になるというのですか。あなたは大きな思い違いをしているようですね。私のしていることが成功すれば、 同盟は寺廟族を救世主と見なすでしょう。何せ同盟と寺廟族が最終的に求めるものは同じなのですから。あら、生存の話ができないと踏んで、次は利益について語るつもりですか。同盟と北条のために。Warum findet diese Konversation gerade statt?Warum müssen wir jetzt so darüber reden? Der Typ hat wahrscheinlich gerade zugegeben, dass der deswegen ihnen Massaker passiert ist. Wir lassen ihn jetzt einfach hier so gehen oder was? しかし、私にはこの窮地を脱する方法がある。同盟の救いの道は 竜神妖法に隠されているのです。他の生命体を寺廟族に変える方法があったら、と想像してみてください。同盟は無尽蔵の兵士を手に入れ。いや、オッケー、やつ。なあ、とは、やつ、ザオの、フォルク。ひとたび戦争が終われば、兵士たちの繁殖は止まりますので、彼らがはびこり災いが起きることを心配する必要もありません。 Die Leute auf diesem Planeten, die können sowieso nicht sterben, weil die alle so eine langlebige Rasse sind, ne? Die glauben nur, die werden nur wiedergeboren und also was, ne? Jetzt will er noch mehr Leute hier reinpacken, die nicht sterben können. Wer ist der Typ überhaupt? Ich kenne ihn überhaupt gar nicht. War mal wichtig in der Story damals. Ja, danke. Boah. Nein, wir müssen noch mehr reden. Hey. Oh nein. Hat er die als Geisel genommen? あなたたちが手紙を届けに来た目的を理解していないとでも。大方 軽減から探り入れるように言われたのでしょう。同盟と寺廟族の盟約にて、寺廟族の領土では寺廟族に血を流させてはならないと定められています。あなた達はラフの竜村の目の前で盟約を破るおつもりですか。リュージュ様、大丈夫ですよ。長老、 寺廟族の聖地と竜村はあなたの保身のための道具ではありません。まるで同盟や民を憂いているような口ぶりだったが、最後には幼い少女を己の保身のために使った。<笑>滑稽で哀れだな。私はただ生き延びたい。生き延びようとすることは罪ではないですよね。同じ寺廟族なら あなたたちもこの苦心を理解できるでしょう。寺廟族として、私は皆さんのために波風を立てずに済む体裁を保つ方法を用意しています。さあ、今すぐ林苑郷を離れ、同盟の上層部に報告をあげ、録音に請願してください。私を脱輪の刑に処すようにと。 Du möchtest wiedergeboren werden? お前の思惑はお見通しだ。転生すれば、寺廟族の前世の罪は帳消しになる。竜士たちが転生の過程でした小細工も知っている。当然は当然ではなくなるが、
本質を見ればお前はお前のままだ。俺は何も知らないことを口実に許しを請うつもりも、お前たちが責任から逃れようとするのを放っておくつもりもない。その空気の読めないところには以前からうんざりしていましたが、転生してもそれは変わらないようですね。白露、あなたはラフの寿命族のリューソンだ。今の考えを教えてくれないか。わしはここにいとうない。これ以上誰かの言いなりになるのは嫌じゃ。わしは操り人形ではない。頼む、わしを連れて行ってくれ。Also klar, schließ ich den Express an. Warum nicht? 名役によれば、同盟の民はここで寿命族を傷つけてはならないようだが、今の俺は自由に生きる七死人だ。先週の名役で俺の槍を縛ることはできない。Alles klar. Eiskalt. Dafür extra eine Animation. Eiskalt. Alter, ich hab grad gegen Dings gewonnen. Glaubst du, ihr habt eine Chance jetzt? Na, ihr sprich aber vor. Ja, ich sehe gerade, gegen was ich kämpfe. Jawohl. So. Warte. Ich weiß nicht, wie lange der Part hier sein wird am Ende. Wir bestimmt eine Menge schneiden, ja. Habe ich schon? Ja, ne? Habe ich schon? Meister, trinke etwas Tee. Ja. Ich kann aber niemanden mehr brechen. Da, komm her. Irgendwas, was ich gerade gekämpft habe, ist ja noch chillig. Wo ich gerade eine Menge Schaden nehme. Oh Gott. Oh Gott. Aber ihr werdet direkt wieder erledigt. Oder auch nicht. Ich muss ich fertig machen. Ah. Ich habe zu viele Sachen, die nur auf einen Gegner gehen. Ja, die blöden Hunde sind immer noch da. Komm her, wag dich. Du hast dich gewagt. Wie kannst du es wagen? Okay. Ryuji-sama, daijoubu desu ka? Daijoubu ja. Tasukete kureta koto, rei o yu. なぜあなたがここに。自らの足で赴かなければ長老のご降説を賜ることはできないと思ってな。録音の後半を求めているようだが、それは望まなくとも行われる。私も宝庫の福波将軍に手紙を書くつもりだ。正義感が溢れる彼女ならきっと Bei den Berohigeren. Ich glaube, da ist irgendwas falsch geschrieben. Das ist nämlich erst ja gegen den voll den super Endboss hier kämpfen. Und dann gegen so ein paar Randoms.
Ich verstehe nicht, wie MiHoYo irgendwie ihre Story schreibt. Ich verstehe es einfach nicht. Wer schreibt so eine Story? Ich weiß das nicht.本当に私たちに手を出せると思いなのですか。最初に言ったように、私は全ての罪を背負い、身代わりになるのです。私の知る秘密を明らかにするための尋問だけでも、かなりの時間がかかるでしょう。そして最終的に、私は様々な利益と引き換えに生き延びる。 この点に関しては、そちらの方が分かっていますよね。これこそあなたの好む金庫の術なのですから。最後に一つ、風霊が極を出して凶宝館に向かったとき、私は炎武天霊で血の惨劇が起きることは想像に難くありません。 Das ist alles schon passiert, ne? Er gibt ihnen ein, gibt ihnen ein big, riesen fettes Nö. Ah, so wie er war. 運気軍の包囲網の中で生き耐えたと先ほど報告があったな。いや。もうちょっとだけ。え、そう、フィー、ウェクセル、ね。 Ja, mir ist echt Spaß an dieser neuen Funktion, ne? Vor Pinakuni gab es halt gar nicht. Tomataneo, den ich muss so um. Ah, aber der ist echt wirklich tot, tot. Was? Es gibt so viel, was wir nicht sagen konnten. Ich finde es klasse, wie mein Charakter so ein Idiot ist. Das war Bellos Idee. もう、おバカさんとリアルおままごとなんてしちゃダメだからね。わかった？仕方ないだろう。今回狼狩りで、師匠将軍は俺の見せ場を作ってくれなかったんだから。俺がエンブ台に立ってたら、一撃で10人の風霊を倒せたのにな。元凶師匠と同じこと言うんだね。でも結局、師匠はウンリ師匠と一緒に探偵師に送られて、 強制的に休養を取らされてるけど、一番剣術がダメなうちだけなんともないなんて、頑張ってくれた二人に感謝しないとな。なるほど。So, wie die meine ganzen Teams die ganze Zeit durch gegen switchen, ne? Okay, hier geht es wahrscheinlich immer noch. Eine Fuge aus dem Jenseits. Hey, da ist, glaube ich, die letzte Mission. Ne? Eine Fuge aus dem Jenseits. Das ist die letzte Mission. Komm. Dann machen wir das noch, ne? So, mein Gott, wir sind alle fast tot. Wo muss ich hin? Da, ich gehe falsch. Na gut. Machen wir auch noch. Illusion.
Nein, ich bin zum Märzensbegegnis gekommen. Der andere ist tot. Meister Yang hat es am Ende nicht geschafft. そこまでひどくはないけど、しばらく安静にしてないとダメみたい。何しろ風霊と激しい戦いを繰り広げたかと思えば、秘書将軍とも戦う。武芸を磨き合ったんだから、あの小さい体じゃ耐えられないのも無理ないよ。雲里師匠も激しい戦いを繰り広げてなかった？ふふ、主命の人はラフのお子様みたいに弱っちくないの。 そういえば、モゼさんたちは老兵に囲まれ苦戦を強いられていたと聞きました。あなたも一緒に戦ったそうですが、怪我はありませんか？ Um die meisten Feinde hat sich General Feischau gekümmert. その場にいた運気軍から聞いたんだけど、老兵の数は数十人だったって話もあれば、数千人はいたって言ってる人もいるんだって。 Nein, es war eine Million. Ich habe jeden einzelnen mit meinem Baseballschläger geschlagen. So, Die werden ihn noch bestimmt. Schon gedacht, dass der nicht stirbt. War ja lächerlich. Ist da unten ein ungelöstes Rätsel? Das hat noch gelöst. Ja, die werden ihn ja wohl nicht irgendwie ein, zwei Kapitel vorher vorstellen und dann direkt abmurzen. Obwohl, das haben die eigentlich in Pinakuni auch gemacht. Mit diesen Pagen und mit Galaga. Und mit Tingyung damals, wo die ihr Genick gebrochen haben. Da habe ich auch noch irgendwie die Hoffnung, dass sie irgendwie noch am Leben ist. Weil angeblich soll das ja irgendwie nur eine... Soll eine Fälschung gewesen sein. Was irgendwie darauf hindert, dass irgendwo eine echte Tingyung gibt. Jetzt vielleicht poppt sie irgendwann mal wieder auf. Gut, von dieser einen Emanatorin oder wie auch immer die heißen, kontrolliert. Dann hat die halt Genick gebrochen. Bekommen. あら、奇遇ね。ここにも医師の言いつけを守らない人がいるなんて。僕自身医師ですからね。自分の体に対する理解なら、あの龍女様にも負けていません。医師は自分を見ることはできない。私の前では無理しないで。ごめんなさい、昇級。 あなたが毒を持って狼を飼いならせて。失策だったわ。もう少し早くあなたたちを見つけられていたら、あなたを優秀国に行かせたりしなければ。そんなことを言うなんて、あなた本当にあの秘書様ですか？まさか堀人が将軍の声を真似て僕の命を奪いに。 昇級、あなたの目見えてないのね。波の音もあなたの鼓動もはっきりと聞こえています。それで十分ですよ。自分を責めないでくださいね。ところで、 Also ich rate, öffnet niemals seine Augen. Und als spielbarer Charakter öffnet er auch nie seine Augen, ne? Vorher hat er sie nämlich geöffnet in den Cutscenes und so.
Das wäre nämlich clever. Wenn die spielbare Version nie ihre Augen öffnet. モゼとあの子に感謝しないといけませんね。今の結果に比べたら、僕が払った代償なんて取るに足りない。何も不満はありません、師匠様。僕は今とても満足しています。私には。どうやって人を慰めればいいのかも、どうすれば人の病を治せるのかもわからない。一介の武人としてあなたにできる約束は一つしかない。目には目を、歯には歯を。おや、君もいたんですね。Ich geb dir mein Auge. Dann haben wir beide ein Auge. 宇宙は広い。あなたの目を治せる人は絶対にいる。私がきっと見つけてみせるわ。Also ist ihre Krankheit jetzt komplett weg oder was? Hat sie den Wolf in sich besiegt? 脅威を排除しなければならない。そうですね。すでに何か考えがあるのでしょう。どうぞ、行ってください。薬王の残党の出現、ホリジンの群れ。黒幕がこれらの騒ぎを起こしたのは、同盟を混乱させて、最後はそれた矢のように的を外させるため。でも今回、奴らは挑発する相手を間違えた。妖精に戻ったら、請求軍を率いて、絶対に絶滅大軍を撃ち落として、人滅軍団に遵守の意味を分からせてやるわ。あなたはせっかちな人ですね。Thron der göttlichen Vorsehung. Da ist begonnen. Da ist der Opa wieder. ごめんなさい。また遅刻しちゃったわね。探偵室での検査に思ったより時間がかかっちゃって、なんともないって確認が取れて、やっと解放されたの。お前さんが無事で何より。これでわしとケーゲンも安心できるというものだ。こたびの風霊の脱獄は大小さまざまな混乱を引き起こし、演武典礼も中止を余儀なくされた。想定外の出来事ではあったが、Märzes Training war vollkommen umsonst。 あの若者たちがこの災いを鎮めてくれたのは不幸中の幸いだ。フゲン殿が玉殿に行く前、典礼について裏切ってくれたんだが、書き置きには神と剣の間に過小の道引きあり、大層の層が出ているとあった。波乱があったとしても無事に乗り越えられるということだ。また若者の力を信じて好きなようにさせろとも書いてあった。Wünsche Chinchay wird mal hier in der Story auftauchen wieder. Sie war mal in der Nebenquest in Pinakuni. Hat sich irgendwie so ein Kult angeschlossen, aus Versehen. Da war lustig. Da sind, glaube ich, irgendwann Butil und noch jemand. Ich weiß nicht mehr wer. Aventurin? Nee, nicht Aventurin. Aber irgendjemand anders. Ich glaube, Agenti? Dieser Rotschopf in der Rüstung. Haben die irgendwie da rausgezerrt. Aber so ein Kult mit so Kleinwüchsigen, die auf größere Leute herabgeschaut haben, was irgendwie ironisch klingt. Das war ziemlich lustig, da kam die mal vor. Tada, Embu Tenle, Nizite, noch Setzme, war Nayamuane. O Kamigali war Bujini, Watte, Kyohokan, der Okotakoto, Daremo, Shiranaikedo. Horizin, Gamachio, Osota, Hanashiwa.Hat echt niemand davon was mitbekommen? Die haben doch gewütet, du weißt.
襲撃を目撃した人々を手厚くなだめ、運気軍が危険を顧みずに戦ったことを分かってもらわねばな。天霊の初日、堀人が混乱を引き起こそうとしたが、偶然観覧に来ていた天液将軍が運気軍を率いてボートを撃退した。この英雄譚は真実であると同時に広く伝わったとしても人々が好む内容である。悪い噂を鎮める。おら、es könnte noch mehr Panik auslösen。炎王の意向に異論はない。ラフは全力で負傷者を救い損失を補い。Okay, ich glaube, darum geht es doch irgendwie in, im Event oder so. Zwischen wieder, wir werden dadurch die Folge nicht halt, ne? Ich weiß nicht, ob ich halt aufnehmen soll oder nicht. Weil sonst nehme ich die eigentlich nicht auf. Weil einige von denen sind interessant, die die gevoice acted sind. Weil es wären schon wieder viel zu viele, Mann.元老が関わっているとなると、オリジンを操って泉州に侵入させたり、ラフの粒子をそそのかして薬王秘伝に関わらせたり、結果だけ見れば奴の企みは功を奏してない。でもなんとなくだけど、そもそも元老は自分の計画が成功するかどうかなんて気にしてないように思えるのよね。これまでの元老の行動様式を見るに、奴は戦いで勝利するよりも同盟内に亀裂を生じさせたり混乱を広めたりすることを望んでいるのだろう。 Gibt's hier irgendwie mal irgendwie so eine Andeutung auf so ein Hauptbösewicht oder so in diesem Spiel? Weil irgendwie gibt's das irgendwie noch nicht so. Pinakuni hat sich auch irgendwie wie so ein Filler angefühlt. Wir sind da einmal kurz hingegangen, haben die ganzen Probleme da gelöst und sind dann wieder gegangen irgendwie, ne? Aber irgendwie hat es jetzt nicht so angefühlt, so, oh, da ist so ein riesengroßer Plot, der gerade passiert oder so. Sakkon no senshu wa suusen kohakuki irai no mizou no jitai ni aru. Koushita kyokumen de wa sashite de sura tatakai ni deru koma to nari, sono shouhai no kekka wa空に輝く幾万もの星々の存続に影響する。元帥がどうするか断言することはできん。だがわしらの心配には元帥も気づいているはずだ。その証拠に彼女は高校に大略を占うよう命じた。今日皆をここに呼んだのはラフの問題について話し合うためだけではない。わしらが揃って対応しなければならないことがあるからだ。高校が玉殿から通信をしてきている。人法で計算した結果を共有したいらしい。軽減新作譜の基盤を借りるぞ。Das Ding kann man benutzen in den Tiefen der Janshou oder bei uralten Gocke Scheibe durch die Web. Dann möchte ich das Ding Gittermuschel, das kann ich nie im Leben.Wer ist das? Aber das ist doch sowas von Spielball-Charakteren irgendwann. Klingt doch schon wichtig, ne? Die ist auch eine Generälin. ジッポー公営北海が秘密の会話まで計算できるとは思わなかった。どうやら天霊を見るよう元帥に派遣された2名の将軍の他に招かれざる第三者がいたようだ。同盟には軽減をその地形重刀に劣らずっていう人もいるくらいだからね。ラフが災いに直面してるなら玉殿だって見て見ぬふりするわけにはいかない。
獣頭将軍、交渉を維持できる時間は限られている。ダンケ、手短に話してくれ。わかった。じゃあ手短に言うけど、あの二人の囚人の尋問は終わったよ。彼らは Die sind in Haft die ganze Zeit? 性格をラフに送り込んだことに関しては軽減の政策と一致してる。あれはただの目くらましに過ぎないってね。真の目的は元帥に会う機会を得て、彼らの思い描く神と戦う策を聞かせることだった。軽竜とあの異邦人はどんな策を提示したんだ？Die arbeiten zusammen? Ja, was ist da drin? Also dieses große Geheimnis, was in diesem Sarg drin ist, den er mit sich schleppt. Okay. Also dieses Schwarmdesaster, das beinahe das ganze Universum hier erledigt hat, ne?Mit diesen Insekten. Brunmei. What? Geht die Story hier noch weiter? Auf diesem Gebiet?Die Story auf diesem Planeten noch weiter, beziehungsweise irgendwo anders, weil es ja wieder ein anderes Gebiet, ne? Tengyun, what?Oh, was? Oh, das können die nicht machen. So, sie kann jetzt auch ein Express, cool. Ich habe wortwörtlich gerade davon gesagt, ne? Also ist sie doch noch am Leben. Ne? Sie, ja. Sie war irgendwie die erste Person, die man hier getroffen hat auf diesem Planeten.Und die hat voll ihr Genick gebrochen bekommen, weil sie hier eine Marionette von sie ja war. Ne? Oh, das ist cool. So wie ich da verstanden habe, jedenfalls. Das ist einer der wöchentlichen Bosse hier in diesem Spiel.Der finale Boss auf diesem Planeten, als man dann erstmal da war. Okay, Erfolge. Bist du sauer? Oh. Okay, ich habe keine Ahnung. Oh nein, Internet geht schon wieder weg. Ach, komm schon. Na gut, wir sind sowieso ja fertig, ne? Ja, ich wusste es.Na gut, aber wir waren sowieso ja fertig, ne? Gut, ich weiß nicht, wie lange der Part hier sein wird. Das werden eine Menge Parts wahrscheinlich, ne? Da werden bestimmt zwei Parts. Aber gut, ja, ich weiß nicht. Ich mache dann ja Feierabend. Weiß nicht, wie genau ich das hier alles schneiden werde, aber irgendwie wird das schon geschnitten in mehreren Sachen, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie das Event irgendwie aufnehmen werde oder so, falls das irgendwie...halbwegs interessant ist oder nicht. Eins sind gerade irgendwie zwei Events am Laufen, aber eins davon ist ein bisschen unwichtiger, glaube ich, ne? So ein normales ist halt irgendwie. Ja gut, ja, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, ciao, wir sehen uns, ne?